So, willkommen zurück bei Super Smash Bros. Für die Wii U. Direkt wieder mit dem Taunt. For being a hedgehog, Sonic really isn't very spiky, is he? Yeah, I've seen spikier. It's true that you're more likely to find him curled up in a cute, harmless ball. Not so harmless. That round shape lets him spin dash with ease. I've changed my mind. He's entirely too spiky. Spin dashes are hard to stop. Just keep your cool and don't lose focus. You can stop spin attacks using your Orbitars or Bow. So. Wie ihr gesehen habt, war eine ziemlich lange Cooldown zwischen den Grabs. Und ich habe mir jetzt von der Reihenfolge gedacht, wenn wir vom Training kommen, sind wir eh offline. Dann machen wir direkt einen Mitschnitt am Anfang und hören dann online auf. Und wie man hört, meine Nase ist zu. Und diesen Mitschnitt kann ich euch leider nicht zeigen, da Nintendo die Mario Kart 8 Stage nicht besonders gerne sieht, aufgrund der Musik und den Bildern und so. Ja, deswegen kann ich euch diesen leider nicht zeigen, ist aber nicht ganz so schlimm. Ihr kriegt jetzt erstmal den pinken Affen zu sehen, währenddessen meine Katze am Teppich rumtretelt. Naja, mit dem Affen habe ich den Cheek-Spieler da ordentlich zugesetzt. Wohlgemerkt, wenn ich Mitschnitte zeige, dann könnt ihr eigentlich damit rechnen, dass ich in diesem Mitschnitt gewinnen werde, wenn nicht gerade was Lustiges kam, wo ich dann trotzdem noch verloren habe. Ist halt so, wenn man selbst Mitschnitte aufnimmt, meistens nimmt man sie dann auf, weil man irgendeine coole Aktion gemacht hat. Und wenn man so eine coole Aktion gemacht hat, ist eigentlich auch fast immer ein Win dabei. Der Mitschnitt hier ist auch schon ein bisschen älter. Wie man sieht, spiele ich mit dem Affen da ein bisschen langsamer. Aber gut, alles fängt mal an, ne? Da habe ich, glaube ich, gerade den Affen überhaupt so richtig für mich entdeckt. Ich weiß nicht mal, warum ich Donkey Kong so gerne spiele. Aber ich spiele ihn halt gern. Oh. Das sieht echt nicht gut aus für mich, gerade im Moment. Da habe ich ihnen einfach mal den Käsefuß gegeben. Und dann habe ich das Ganze wieder ausgeglichen. Donkey Kong ist halt so dick, dass Sheik echt Probleme hat, den Affen zu töten. Aber Sheik wiederum ist nicht so schwer, dass der Affe Probleme hat, Sheik zu töten. Das Einzige, was halt im Nachteil ist, Donkey Kong ist sehr träge gegenüber Sheik, also im Vergleich zu Sheik. Und hat uns dreimal mit dem Side Smash getroffen miteinander. Da hätte ich natürlich wesentlich besser agieren können. Zack, zack. Das mache ich ja heute noch. Bams und Finale. Bam. Ja. Da denke ich mir nur, legt euch nicht mit einem Affen an. Besonders nicht, wenn er ein pinkes Fell hat. Gut. Damit zum Mitschnitt. Ich finde, das bringt wenigstens so ein bisschen Variation rein, wenn ich mal so eins zeige, von wegen, hey, da hatte ich eine coole Runde gehabt. Dann mache ich mir hier auch mal ein Z rein, weil das darf ich ja nicht. Und wenn ich dann auch noch da diesen Taunt am Anfang habe, ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Dann können wir jetzt auch mal in die Statistiken gucken. Wie ihr seht, die Betriebszeit ist recht lang schon, aber Spielzeit selbst nicht, weil ich lasse Smash auch gerne mal einfach für ein paar Stunden stehen. Wo ich eigentlich hin wollte, war hier unten. Beliebteste Stage, belagerte Burg. Ist, denke ich mal, klar. Und hier zweitbeliebtester Char, Donkey Kong schon. Das ist natürlich auch sehr cool. Spielstatistiken. Wir gehen natürlich online. Und auf Kämpfe. Ihr seht, mit Maha 35 Kämpfe, mit Abstand, also was heißt mit Abstand, oder 5 Kämpfe vor Donkey Kong und dann kommt Link, ironischerweise, und dann erst Ike. Das hat mich echt gewundert, als ich da mal reingeguckt habe nach einer Weile. Falco hat aber auch schon gut aufgeholt. Captain Falcon mit 16 ist auch nicht so schlecht. Obwohl ich Captain Falcon ja eigentlich nur zock aus Spaß. Shulk spiele ich mittlerweile irgendwie überhaupt nicht mehr, leider. Ich habe ihn auch irgendwie total verlernt. Das ist richtig krass. Gut, wir sehen uns gleich online wieder. Ich werde mir zwischenzeitlich nämlich die Nase putzen müssen. Deswegen mache ich einen kleinen Cut, bis wir in einem Raum sind. Bis gleich. So, da sind wir wieder drin. Gegen Johnny Mare, whatever. Und wir fangen natürlich wieder mit Nines, mit Random an.
Wir nehmen unseren LP-Namen und ich würde sagen, let's go. Ladungsstoß erzeugt ein elektrisches Feld um Delene. Oh, Samus, jetzt kein Char, den ich besonders gut kann. Aber ich werde mein Bestes geben. Marv. Marv. Blub. Eigentlich wollte ich was anderes machen. Das sollte eigentlich ein Short Jump sein am Anfang. Ah, Gott. So. Bam. So. Zack, zack. Ah, knapp. Ah, verdammt. Ich hab gedacht, das funktioniert. Scheiße. Wow. So. Ich wusste, dass er wieder hinter mich rollen wird. Bam. So. Wow. Funktioniert sogar mit Samus. Das war eine coole Kombo, ne? Ey, das war echt nicht schlecht. Samus ist doch, ja, ist eigentlich ganz cool. Wir könnten eigentlich zur Abwechslung mal einen kompletten Random Part machen. Das wäre doch mal eine coole Idee, oder? Einfach random drücken. Das ist cool. Pikachu. Ah, das ist Pikachu. Ah, Pikachu. Ah, kein Char, den ich seit Melee mehr angefasst habe. Vor allen Dingen, warum nimmt er jetzt Mega Man? Will er mich jetzt zu Tode spammen oder was? Nö, du grabst mich nicht. What the? So. Bam! Pikachu ist eigentlich ganz cool. Naja, ich glaube, so ziemlich jeder Char ist hier eigentlich ganz cool. Oh. Was glaubst du, wer ich bin, dass ich auf sowas reinfall? Yeah. Bin dein kleines Pikachu, Pikachu, Pikachu. Ich sag nix dazu. Der Selfkill war sehr... Ja, unerwartet, möchte man meinen. Das waren zwei ziemlich schnelle Runden, möchte ich mal so anmerken. Gehen natürlich wieder raus. Ich habe ja gesagt, zwei Runden gehen denselben und danach wieder neuen suchen. Nicht vergessen, den Namen wieder einzustellen. Ja, das vergesse ich nämlich auch gerne mal. Und ich achte irgendwie gar nicht mehr drauf, welche Stage kam. Ah, da mal wieder einen mit einem Router, der andere Router nicht so sehr mag. Naja. Und wir kriegen... niemanden. Das ist schlecht. Merzor, okay. Wir spielen wieder random. Random ist cool, da sehen wir auch mal ein paar Chars. Ich muss nur zwischenzeitlich mal wieder die Zeit checken. Oh, Ness. Muss ich jetzt auch die ganze Zeit grab spammen? Warte. Ich mach like a Ness, pick a fire und grab spam. Oh, nee. DDD.
Oh Gott. DDD ist ein Char, den ich nicht mag. Ich mag ihn aber generell nicht. Weder im Spiel, also in seinem Originalspiel, noch in Smash oder sonst wo. Dieser Gordo-Spam ist so... Ich habe ihn mit Pikekraft getroffen. Hohoho. Ey, hätte ich den dann mit dem Gordo getroffen, ne, der wäre tot gewesen. Oh. Ey, das ist so nervig. Mann, stirb. Na, da war mein Pikefeier zu langsam. Was freust du dich? Hm? Ah. Oh. Leider funktioniert ja auch Ness Spike nicht mehr so gut. Bam! Du weißt, dass das nicht so wirklich gut funktioniert. Ah. Nö. Immer diese Leute, die meinen müssen zu trollen. Ui. Und tot. Ach ja, Ness ist ein cooler Char, aber ich finde, also ich kann mit seiner Rettung überhaupt nicht umgehen. Und ich finde, die meisten spielen Ness zu spamlastig. Dabei kann man mit Ness eines so geil kombon. Mit dem Oben-Tilt und den Aerials vor allen Dingen. You gleich bad. Ah ja. Easy. Nö. Da gehen wir raus. Gegen so Rage-Kiddies brauchen. Also, falls da jetzt irgendwie so ein Rage-Kiddy meint. Ey, du bist so schlecht, ey. Du hast gewonnen, aber es war ja nur, weil du Glück hattest, ey. Also, was muss nicht sein. Aber viel Spaß, Fuzzi. Du bist auf YouTube. Jeder kann dich sehen, sagen wir es mal eher so. Und sieht, wie lächerlich du bist. Ist doch schön, ne? Ach ja. Ich finde das sehr lustig, wenn jemand sich aufregt, weil er verloren hat gegen einen Char, den ich nicht kann, weil ich gerade random spiele und der sich dann drüber abfuckt. Aber es ist lustig. What? Bowser Jr. ist ein cooler Char, aber ich finde ihn irgendwie teilweise ein bisschen schwer zu spielen. Das war eigentlich ein Side B. Oh, mal ein relativ guter Link. Okay. So. Bam! So.
Eieiei. Das Schlimme ist halt, mit Link hast du halt den ganzen Fernkampf. Du willst ihn einsetzen. Das ist zwar nervig, aber ich habe ja Bowser Jr. Also von daher darf ich mich eigentlich nicht beschweren. Ich habe auch einen guten Fernkampf. So, das war's aber. Hey, hey, hey. So. Nein. Doch, hat gelangt. Ja, der Sprintangriff von Link ist ziemlich stark. Aber ja, tatsächlich, wir haben mal einen guten Link-Spieler. Das sieht man auch nicht alle Tage. Alle Tage, ja. Wie rede ich denn schon? Mal einer, den ich wirklich behaupten kann, das ist ein guter. Hier kriegst du ein GG. So. Das hat er wahrscheinlich eh nicht gelesen. Die meisten lesen eh nicht. Aber schön, das zu sehen. Oh, nee. Nee, nee. Bis gleich.